Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 mit Aro auf der Tannenberg-Map. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es geht los. Ich muss noch Feld 1 düngen. Da haben wir jetzt beim letzten Mal die Ballen runtergeholt. Ich habe den Ballenanhänger jetzt mit den Ballen einfach mal hier abgestellt. Hat ja nur den kleinen Steier dran. Ich wollte jetzt aber nicht sofort wieder mit den Ballen irgendwie was machen. Deswegen stelle ich sie erstmal dahin. Und wir werden jetzt Feld 1 düngen, damit es wieder bereit wird für die nächste Ernte. Und ich habe mir gedacht, wir gucken doch einfach mal, ob wir den Düngerstreuer nicht an den schönen Onimog rankriegen. Ist doch auch mal was. Der muss ja auch ein bisschen ackern, ne? Kann ja nicht sein, dass er hier in meiner Werkstatt, hier in meiner Garage vergammelt und nur Betriebskosten verursacht. Sauber. Das funktioniert schon mal. So, jetzt ist die große nächste Frage. Saatgut. Saatgut, Saatgut, Saatgut. Düngemittel. Hier war auf jeden Fall so ein Starter-Kit an Düngestreuzeugs. Das weiß ich. Hier hinter irgendwie, ne? Ja, genau. Dann lade ich das erstmal ein. Und ich denke aber, ehrlich gesagt, für die Zukunft werde ich mir hier die nachfüllbaren Tanks aufstellen. Ne? Ich auf der Neustadt-Map hole ich immer Saatgut und so weiter. Aber eigentlich auf jeder Map dann irgendwie Saatgut holen, das ist mir dann auch ein bisschen zu nervig, ehrlich gesagt. Das mache ich nicht. Da bin ich kein Fan von. Nö. So. Mal gucken, kann sich auch immer noch ändern. Ich habe nur jetzt keine Lust, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass ich gerade 9 Ballen gestapelt habe. 11. 11 Ballen. Ja, ist anstrengend, ne? Darf man nicht unterschätzen. Passt doch. Schönes Gespann hier. Unimog und Düngerstreuer. Wahnsinn. Na dann, leg mal los hier. Hey, hey, hey. Ja, wie gesagt, das passiert mir ab und zu am Controller, wenn ich wegzoome vom Fahrzeug ran oder wegzoome, weil Steuerkreuz links und rechts das Fahrzeug wechseln und hoch und runter ist halt wegzoomen und ranzoomen. Und da verklickt man sich dann ab und zu mal. Kann passieren, sollte aber nicht. Voll kacke gemacht. So. Oh. Doch ein Onimog, der muss da hochfahren, den Berg, sag mal. Passt schon. Ja, läuft doch, läuft doch. Ich finde, das Gespann ist gar nicht so hässlich. Ich weiß nämlich noch gar nicht, für was ich den Unimog sonst so insgesamt verwenden soll. Ich meine, er hat jetzt eine Ladefläche hinten drauf und kann ein bisschen irgendwie auch an Korn und so aufnehmen, aber naja, brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Ist halt keine relevante Zahl. Setzt sich echt in Grenzen, damit kann ich meine Hühner füttern, so ungefähr. Ja, vielleicht für sowas, wenn ich mal von Stall zu Stall was transportiere oder so. Ha. Für irgendwas braucht man immer einen Unimog. Oder ja, für Wald, na klar. Ha! In den Wald kann man damit super gehen. Na siehste. Der hat hinten eine Ladefläche, die Stämme werden klein gesägt und einfach da mit der Hand draufgeworfen. Perfekt. Da haben wir doch schon mal wieder ein neues Thema. Cool. So einfach hat man Ideen, ne? So schnell findet man wieder ein Thema für eine neue Folge. Toll. Ihr seid live dabei bei der Ideenfindung. Live ist es nicht, aber ihr seid dabei. So. Dann wieder zurück zum Hof. Ich hätte auch gerade rechts fahren können, ist mir jetzt aufgefallen, aber naja, zu spät. Und dann wird, schnappe ich mir die schöne Bender? Wir werden es gleich sehen. Die Direktsämaschine von Beardstar Modding, FSM. Hallo Ossimann, ich grüße dich.
So. Abwerfen. Wir fahren wieder auf unseren Parkplatz zurück. Und dann überlege ich schon mal, wen ich nehme. Ah, ich weiß schon, wen ich nehme. Haha. Ich weiß schon, wen ich nehme. So. Und zwar werde ich mir den John Deere 8370R nehmen. Unser Monster. Jawohl. Ja, für alle, die sich gefragt haben, warum Monster, ich denke, die Frage ist damit erklärt. Wahnsinn. Das ist so ein Biest, ne? Unglaublich. Den hätte ich so gerne in echt und damit dann zur Arbeit fahren und so. Moinsen! Wäre das geil. Oh nein, Saatgut. Ach, und mit der hätte ich direkt düngen können. Ah. Ja, sorry. Da habe ich wohl nicht drauf geachtet. Wusste ich nicht. Aber er ist ja jetzt schon gedüngt. Von daher ist es Latte. Jacke wie Hose, ne? Egal. So, dann ist das scheiß Saatgut hier auch leer, das Steinerzeug. Und dann stelle ich meine Tanks auf, ne? Definitiv. Geil. Die Hupe passt überhaupt nicht. So, Simon, dann bin ich mal gespannt, was deine Sämaschine hier kann. Oder eure. Also Leute, diese Sämaschine gibt es bei Mod-Hoster. Und jetzt schauen wir doch mal. Wie? Ah, jetzt bewegt sich was. Ich wollte gerade schon sagen. Wieder bewegt sich nichts. Alter, sieht aber mega geil aus. Hä? Woran liegt das? Okay, da will die Stelle hier nicht machen. Oh, das hasse ich doch schon wieder. Ich weiß, es liegt nicht an der Sämaschine, es liegt am Feld. Ach, Rotz. Oder liegt es daran, dass ich ein Gewicht brauche? Oder woran könnte das dann liegen? Ich kriege jetzt schon wieder einen Kotzreiz gleich. Ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich habe aber gar nicht so die Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich fahre jetzt einfach mal hier eine Bahn und guck mal, ob das hier genauso ist. Ne, hier kann ich durchbrettern. Also liegt es am Feld und echt nicht an der Maschine. Ich hatte jetzt gerade schon Angst, es liegt an der Maschine hier. Kannst nur 1 km/h fahren oder so. Alles gut. Nee, Mann, ey. Ja, und dieses Shop-Straw-Shit. Ganze Spielstand versaut schon. Hopp. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur am Feld liegt. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Sofort ist die Laune unten, Stimme voll. Mm. Ja, ist da aber auch doof. Nee, hier funktioniert. Na, immer wenn ich sage, auch noch hier funktioniert es wieder, dann ist es kaputt. Verstehe ich nicht. Macht auch überhaupt keinen Sinn für mich. Er muss ja sein, dass sie die Bodenhaftung irgendwie verliert und so, aber naja. Was soll ich dagegen machen? Der hat ja schon standardmäßig ein Gewicht vorne dran, ein riesiges.
Oh nee, Alter. Der lässt ja alles stehen, dem ist ja alles egal. Das kotzt mich jetzt schon sowas von dermaßen an. Also, die Seemaschine ist so krass. Detailgetreu und echt, dass man sich da Mühe geben muss. Krieg ich hin? So. Waren wir aber auch mal nur 15 oder so. Mann, schon geht's los hier. Ich raste gleich aus. Verstehe nicht, was es soll. Ja doch, das ist die Seemaschine, ja. Vielleicht aber auch nur in Kombination mit dem blöden Schlepper hier. Das bringt mich gleich zum Ausrasten. Ja, Ossimann und sowas in der Folge. Scheiße. John Deere müde, John Deere schlafen. Ja, okay. Warum hast du dich da jetzt hingelegt? Dachtest du, hier wäre es entspannt? Mann, ey, so eine Kacke, echt. Kann ich schon wieder ausflippen. Dass er direkt neben ihm umgefallen ist, vor allen Dingen, weißt du? Wirklich nur anmachen, wieder zack, fertig. Ah. Ja, schrei mich an. So. Ja, ich probiere mal den Klaas. Ob der das hinbekommt? Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich erstmal keine Lust mehr. Dann höre ich auf mit YouTube, wenn das jetzt nicht klappt. So, komm, einschalten. Ey, Mann! Okay, lag an der Kombination. Also, für den John Deere ist diese Seemaschine nicht. Ihr habt es jetzt gesehen. Es ist eine mega geile Seemaschine, weil es einfach fett animiert ist. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen am Anfang... Ich wusste halt nicht, wer ist jetzt schuld, ne? Es hat mich gerade wahnsinnig gemacht. Aber vielleicht kann man da wirklich in der nächsten Version irgendwas dran fallen, dass für so eine Traktoren, dass du umgehst... Ja, dass beschissene Traktoren dir deine Mod beschissen machen. Du verstehst. Hm. Ja, lag eindeutig am John Deere. Da war dann zu hoch dafür. Da lag die Seemaschine nicht genug am Boden. Nicht genügend Bodenberührung. Schade. Aber das wissen wir jetzt. Und genießen einfach mal den Anblick von der ganzen Seemaschine. Also sieht wirklich, sieht ja mega geil aus, wie die Erde da hinten ausspritzt und so. Also, das ist auf jeden Fall echt, da gibt es nichts dran zu meckern.
So. Top. Jetzt können wir wieder vernünftig spielen hier. Was ich jetzt sehe, wir haben schon unsere Folgenzeit erreicht von 15 Minuten. Und... aber es läuft jetzt. Also, gerade eben war ich noch froh, boah, gleich ist Schluss. Jetzt, wo es läuft, denke ich mir so, ja, jetzt könnte es auch weitergehen. Aber wir haben ja eine Folgenzeit. Und da wir beim letzten Mal wegen dem Ballenverladen hier auf Feld 1 so lange überzogen haben, ne, werden wir jetzt mal nicht so lange überziehen und werden einfach mal sagen, den Rest des Feldes mache ich in eurer Abwesenheit. Aber schaut nochmal rauf. Field Star Modding. Bettner, 7 Meter, 9 Meter? Damit habe ich jetzt wieder angefangen. Jetzt muss ich aber auch gucken. Hier ist er. Field Star Modding Bettner mit 7 Metern. Eine Direktsaat. Sehr gut. Mit Dünge, Tank und allem drum und dran. Bei Motto ist da gefunden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Aro. Tschüss.